Fred, wie bist du denn auf die Idee gekommen, den Titel Desiderata neu zu produzieren, der ja 1971 mit der Stimme von Friedrich Schütter schon mal ein Hit war? Naja, es war erstmal schwer, dafür eine Stimme zu finden. Ich habe 15 Jahre lang gesucht und eines Tages, durch Zufall, habe ich mit Carl Emroy, der in den USA lebt, in Michigan, ganz genau in St. Joseph, telefoniert über Skype, und als er gesagt hat, Hallo Fred, wusste ich, das ist die Stimme, das könnte dazu passen. Und dann haben wir öfters geskypt und ich habe das Ganze so ein bisschen organisiert. Warum hast du dich im Chorteil für einen Kinderchor entschieden? Und soviel ich weiß, gibt es die Version auch in Deutsch und in Englisch. Also erstmal ist der Chorteil sowieso in Englisch Ja. und der Text wurde ja 1927 von einem, glaube ich, deutschstämmigen Anwalt geschrieben, von Max Ehrmann, der das auch versucht hat zu schützen Ja. und es hat teilweise funktioniert. Dann ist es angeblich unter den Lebensregeln von Baltimore in einer Kirche in Amerika auf einer Tafel gestanden und heutzutage hört man sich das immer wieder gerne an. Weil es ist ein interessanter Text. Es geht also darum, dass man ein bisschen positiver ins Leben schauen sollte und es hat auch ganz gut funktioniert. Les Green, der das übrigens 1971 in Amerika auch präsentiert hat, das war ein Radiosprecher, der hat sogar einen Grammy für diesen Song bekommen und da habe ich gedacht, naja, vielleicht Vielleicht funktioniert kriegst es du auch auch in einen, ne? Deutschland. Ja, Ja, will das auch könnte ja einen, ohne klar. weiteres sein. Warum hast du dich zur Überarbeitung des Musikvideos Desiderata jetzt für das Studio BV-Film entschieden? Naja, der Thomas Jünger ist ein Zauberer. Und Habe ich auch schon gehört. wenn man davon ausgeht, dass wir da in Amerika und in Deutschland gedreht haben, dann bedarf es natürlich eines Feinschliffes, um das ein bisschen professioneller zu machen. Und der Thomas Jünger, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, der hilft mir ein bisschen dabei und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar, sodass das Desiderata dann so produziert und bei dem Zuschauer so rüberkommt, dass man sagen kann, das ist fernsehtauglich. Was heißt eigentlich Desiderata? Wenn ich meine Lateinkenntnisse, die ich eigentlich gar nicht habe, auffrischen möchte, dann würde das heißen Desiderat, das heißt so viel wie wünschenswert und in die Welt sich was wünschen, eine Wunschbotschaft weitergeben. Und wir hatten da Glück, dass wir den Carl Emroy da zweisprachig auch aufnehmen konnten. Und ich glaube, dass es für die Leute eine interessante Botschaft sein kann. Und ich hoffe, es funktioniert. Ja. Beachtest du diese Regeln auch und was würdest du den Zuhörern empfehlen? Naja, wenn ich die ersten Zeilen des deutschen Textes sehe, geh deinen Weg ohne Eil und Hast, das stimmt vielleicht bei mir. Das ist richtig. Ansonsten, das weißt du, Ludi, ist diese Branche kompliziert. Es ist nicht ganz einfach und wenn man nach diesen wirklich, wie ich finde, sehr klugen Regeln leben sollte, dann braucht man ein großes, großes Quantum an Toleranz. Und ich versuche das, kriege das aber ehrlich gesagt auch nicht immer hin. Wer kann das schon, ne? Wer kann das schon? Fred, du bist bekannt für Making-ofs von Musikvideos. Gibt es von Desiderata auch ein Making-of? Na klar, also wir haben Natürlich. in Michigan haben wir Making-ofs, da sind viele lustige Geschichten passiert. Es war nicht so einfach, wie man sich das halt vorstellt bei einem Musikdreh. Und in Deutschland habe ich mit Bernhard Schäfer, der hat einen Kinderchor, der nennt sich Fun mit Musik, haben wir in einem kleinen Studio gedreht und ich würde ganz einfach sagen, wir schauen uns mal ein paar Szenen an. Fred, so machen wir es. Und das war Ludi Spreyer im Gespräch mit Fred Weidler, auch Santa genannt. Wollte ich Lebt das in nun? die. So, Schatz, das kannst du stoppen. Du kannst es stoppen! Ich weiß nicht wo. Das ist gut. Die Sonne kommt von da. Muss es so machen. Siehst du jetzt, dass er viel besser ausgearbeitet ist? Alles klar, Ed? Ja. Soll ich reingucken? Du musst laufen. Wenn du dich mit all den anderen vergleichst, wirst du feststellen, du lebst unter Menschen, die entweder größer oder kleiner, besser oder schlechter sind als du selbst. Brauchen wir eine neue Tafel? Stopp. Können Sie mal bitte die nächste Tafel da Nö, drauf ich machen? finde sie ja.
Untergang. Sag ihm die Wahrheit. Versuch mich mal anzugucken. Und höre ihm zu. So, jetzt erkläre ich das für die Moni nochmal, weil die Kamera hält. Also Karl, du machst Folgendes. Und dann machst du die. Und dann machst du diesen hier und lehnst dich hier an. Das ist gut. Sei stolz auf deinen Erfolg und denk auch an deine Karriere. Aber bleibe bescheiden, denn das Schicksal kann sich jederzeit wenden. Sei vorsichtig in deinen Geschäften, denn die Welt ist voller List und Tücke. Mach so, wie du das willst. Wir machen das, warte mal. Go easy on me. Go easy on me. So, und jetzt drehst du dich langsam rum und läufst aus dem Bild. Zu mir dann. Mhm. Richtung. Ja, sehr gut. Lauf ein bisschen schneller dann. Weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Ihr müsst euch schon sicher sein, was ihr machen wollt. Die deutsche oder die englische Version, gell? Du lebst unter Menschen, die entweder größer oder kleiner, besser oder schlechter sind als du selbst. What's happened? I don't know which button to push. Frau Pohl, warum stellen Sie denn die Tafel verkehrt auf? Sorry. An die Stirn greifen. Jetzt sehe ich kein Gesicht mehr. Okay. Nochmal. Das Video wird finish. Okay. Wir machen das sowas von finish. Finisher kann das gar nicht sein. Mensch, geil. Indirekt. So. Und dann nach vorne geht noch, oder? Ja, geht so. Ich frag mal, wenn. Die Sprachen hängen überall, weil da hätte der Platz nachher nicht gelangt. Ja. Und wenn ich dann so mache und dann machst du was? Jetzt gibt's da gar nicht mehr. Eben hat er noch gemacht, wie wenn er lachen würde. Bist du unser Onkel? Er wollte das so erklären, dass ihr nicht, wenn er dann mit der Kamera vorbeiläuft, dass ihr dann immer so in die Kamera reinschaut. Oder schlechter sind als du selbst. Nicht mich angucken. Den Sohnemann angucken. Ich habe einen Doktor. Ja, was ist denn? Ich höre nichts. Wichtig ist, dass er bei dem Einsatz immer drauf schaut, wie ich dirigiere. Die Brille! Rein ins Bild! Lana, deine Brille! Für die großen und kleinen Kinder. Geht gleich los bei euch, gell? Besser oder schlechter sind als du selbst. Thank you.
Sei stolz auf deinen Erfolg und denke auch an deine Karriere. Aber bleibe bescheiden, denn das Schicksal kann sich jederzeit wenden. Sei vorsichtig in deinen Geschäften, denn die Welt ist voller List und Tücke. Aber lass dich trotz allem nicht von deinem Weg ablenken.